Wow. Einfach nur noch wow. Klasse. So, dann jetzt mal zurück nach Hause auf unsere Farm. Haben heute ein bisschen viel Zeit vertrödelt durch das Hin- und Hergerenne mit den Kristallen, den Diamant. Aber trotzdem. Wir haben insgesamt auch sehr wenig Energie verbraucht dadurch. Wir waren nicht einmal in der heißen Quelle. Wir können aber hier unten kurz die restliche Energie verbraten. Nein, können wir nicht! Weil mein Ding voll ist, mein Rucksack, stimmt ja. So, ja, heute haben wir sehr wenig Energie verbraucht. Fast gar keine. Biu, 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 biu. Okay. Ich muss jetzt vielleicht mal schauen, dass ich es dann auch mal schaffe, den nächsten Rucksack zu machen, den letzten. Aber ich glaube, das kann man erst im Herbst, weil Honig bekomme ich, glaube ich, erst im Herbst. Ich weiß gar nicht mehr, woher bekomme ich Honig. Oh, meine Viecher sind noch draußen. Rein mit euch. Rein mit euch. Ganz vergessen, dass ihr noch draußen seid. So, so, so. Und weg, 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 weg. Okay, dann nehmen wir uns jetzt eine Angel und werden noch ein klein wenig rumangeln jetzt, um noch die Energie ein bisschen zu verbrauchen. Damit die Energieleiste für den heutigen Tag nicht ganz so umsonst war. So. Wobei es ja nicht wirklich viel bringt, wenn ich es jetzt mal so bedenke, wenn ich hier angel. Denn, ich weiß nicht, so ein Karpfen gibt, glaube ich, gar nicht mal so viel. So, ja, wir haben am heutigen Tage sehr viel Geld ausgegeben. Viel durch Schätzen und durchs Verbessern der Werkzeuge. Fast eigentlich nur Geld dafür. 300 Gold haben wir dann noch ausgegeben für den Anhänger, der irgendwie nicht wirklich ein effektives Geschenk war. Aber egal. Es kommt ja auch auf den Willen drauf an, es kommt ja auch auf... es kommt ja nicht nur drauf an, dass das Geschenk auch... Ja klar, es kommt schon drauf an, dass das Geschenk dem anderen auch gefällt. Klar, darauf kommt es auch an. Aber es kommt ja auch auf den Willen drauf an. Insgesamt bin ich der Meinung, dass Ketten sehr schöne Geschenke sind. Blumen sind sehr schöne Geschenke. Aber... ich finde zum Beispiel, dass eine Kette ein sehr, sehr schönes Geschenk ist, auch ein Armband oder sowas, da man das eben dann die ganze Zeit tragen kann und das ist dann etwas, wovon man länger, wovon man immer etwas hat. Finde ich. Das ist einfach ein schönes Geschenk. Das ist dann zum Beispiel auch etwas, ja, weswegen ich ein großer Fan, sage ich jetzt mal, von diesen Freundschaftsketten bin. Also diese Freundschaftsketten, die eben so in zwei gespalten sind, wo zwei Teile sich zu einem Ganzen zusammenfügen, meine ich jetzt. Von solchen Ketten bin ich eigentlich schon ein Fan. Ich find die echt cool. Wobei cool da wirklich nicht das richtige Wort ist. Ich finde die Ketten einfach nur noch toll. Weil sie meiner Meinung nach ein sehr schönes Geschenk sind. Das... ja. Es ist ein Geschenk, das meiner Meinung nach irgendwie von Herzen kommt. Das ist ein schönes Geschenk. Aber lassen wir das Thema. Naja, wir legen jetzt erstmal
Entschuldigung. Wir legen jetzt erstmal unseren Kristall noch ab. So. Und zwar alle 5. Rüber da. Und auch das letzte Silber. Gut, dann passt das hier jetzt wieder. Und wir können schlafen gehen. Viel werden wir an dem Tag nicht verdient haben. Wow, doch 490 für den Ackerbau. Hm, wow. Das ist, viel. Und vor allem, mich wundert es, dass ich für den Bergbau 640 verdient habe. Wow. Doch wieder so viel. Nur von Alteisen. Wow. Ja gut, eigentlich kein Wunder. Alteisen gibt, glaube ich, 10. Und ich habe über 30 gehabt. Und dann habe ich noch irgendwas mit 30 Glas gehabt. Also, kein Wunder eigentlich, dass ich so viel, bekommen habe. Aber egal. So. Keine neue Post. Dann schauen wir jetzt mal. Ist schon irgendetwas zum Ernten bereit? Ja, eine weitere Erdbeere. Eine edle Erdbeere. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. So. Und dann nehmen wir mal kurz so die Sichel und sicheln mal ein bisschen rum. Im Übrigen, Lina freut sich darüber, wenn man ihr edle Tierprodukte gibt. Das ist etwas, worüber sie sich wahnsinnig freut. Wie eben, was sie eben liebt, wie eben zum Beispiel, ja, sag schon. Sonnenblumen. So, schön. Gras mähen. Ich wusste gar nicht, dass ich dieses Gelbe hier auch schon mähen kann. So. Und so. Dann das hier mähen wir auch kurz. So. Und wo ich es jetzt gerade so sehe, ich habe eigentlich relativ wenig ausgesät. Ich weiß nicht, bis zu welchem Tag soll man Kopfsalat ausgesät haben? Spätestens. Kann ich ja jetzt gleich nachschauen. Ich glaube, es war nämlich sogar der 21. Das wäre ideal, wenn es der 21. wäre. So. Und da fällt mir gerade ein, hey, wir wollten doch nachschauen, was der liebe Thilo so verkauft. Das können wir gleich mal machen danach, nach dem Gießen. Zeige ich euch dann gleich mal, was der so Schönes verkauft. So, dann können wir nochmal kurz Wasser tanken. So. Das Gute ist ja, dass man das Gras nicht gießen muss. Das ist echt praktisch. So. Und so. Im Übrigen hatte ich mir überlegt, ob ich jetzt nicht auch ein bisschen das Geld vielleicht sparen will und mir mit meinem nächsten Geld dann schon Ding kaufe. Die Ding abbezahle, erstmal die Schulden, die ich bei Hamminger habe, die 5000. Und dass ich dann wieder spare für ein nächstes Grundstück. Das wäre doch mal was, weil das bedeutet dann, dass ich mehr Zeug aussehen kann. Und das ist gut. So. Dann nehmen wir mal kurz hier das ganze Zeug von hier auf. Habe ich da ein grünes Kraut gesehen? Jawohl. Und dann schauen wir mal oben nach. Da müsste es jetzt auch noch die Pilze geben. So. Wunderbar. Und dann können wir hier jetzt noch das Kraut. Nochmal das Kraut mitnehmen. Wunderbar. Und dann legen hier oben noch Pilze. Sehr schön.
So, habe ich einen Fisch? Ja. Für meine Mizi. Weil ich meine Mizi so lieb habe. Und jetzt geht's ja noch schneller. Und jetzt habe ich bald ein Haustier. Bald. Bald habe ich ein Haustier. Das wird toll, 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 toll. So. Jetzt gießen wir erstmal. Genau. Nachdem wir gegossen haben, gießen wir erstmal. Das ergibt sehr viel Sinn. Jetzt schauen wir erstmal nach, was der liebe Thilo so verkauft eigentlich. Und schauen wir uns auch gleich mal seine Preise an. Denn ich glaube, dass der wirklich doppelt so teuer war. So, Möbel umräumen. Und zwar möchte ich gerne mit einbauen ein altes Telefon. Und überall da, wo es grün ist, können wir es hinstellen und wir stellen das alte Telefon. Warum kann ich mein Telefon hier nicht hinstellen? Ach, weil da der Ding ist, der Kalender. Er gibt zwar keinen Sinn, aber ja. Dann stellen wir das Telefon hier hin. Gut. Ja, wir können jetzt bei mehreren anrufen. Wir können auch hier bei der Korallenklinik zum Beispiel anrufen. Oh! Das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Dass ich dann bei denen auch so... Wow. Das wusste ich jetzt nicht. Ach so. Ich musste gar nicht rüberrennen. Ah, aber ich sehe schon. Die verlangen dann... Für was... Ah, das Doppelte, ja. Teuer, teuer, teuer. So, erstmal die Marimba-Farm. Weizen, Flachs, ja, die sind dann schon gut teuer. So, und das ist jetzt die Saatlieferung. Und zwar Thilo. Und ihr seht, der hat viel Zeug. Kartoffeln hat er. Bis zum 23. sehen. Kohl hat er. Und wo es mir gerade einfällt, der erwachsene Panda mag Kartoffeln. Da er hat Honigmelonen hat er. Honigmelonen. Das gibt Geld. Der hat richtig tolles Zeug. Da, ein Halibaum. Was ist ein Halibaum? Der hat richtig tolles Zeug. Ich kaufe mir ein paar Kartoffelsaaten. Ah, ist eine Frühlingssaat. Kaufen wir mal 5 Stück. So, das soll's gewesen sein. Den Rest kaufe ich mir, wenn ich drüben bin. Denn dann ist mir das dann doch so zu teuer. Kartoffel kriege ich aber drüben nicht. So, dann nehmen wir mal noch die Hacke so rüber. Und ihr seht, hier, ich habe die Kartoffeln gleich im Inventar. Ganz praktisch. Wenn es jetzt irgendwie hart auf hart gehen muss. Ich glaube, da kriegt man sogar in den Tagen dann was, wenn sie geschlossen haben. Soll heißen, ist jetzt das mit der Klinik ist jetzt nicht mehr halb, ist jetzt nicht mehr so wild. Glaube ich. Aber das kann ich nicht garantieren. So, wo ist, da ist. Ich möchte, so, und hier sehe ich jetzt die Kartoffelsaat aus. So, und so, so, und so. Gut, dann die Gießkanne und dann können wir gleich mal ein bisschen gießen. Und dann möchte ich jetzt etwas nachschauen, ausprobieren. Und zwar... Okay. Aha.